Das Beste aus Swissmade. Die Schweizer Armee und ihre Lastesel. Große Dichtung, millimeterklein. Der Robotersammler. Der Rettungschef am Matterhorn. Ein Urinstrument, das Schwitzer Örgeli. Der Schuhpionier vom Lauberhorn. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Format NZZ, heute mit Schweizer Spezialitäten und Besonderheiten. Ich begrüße Sie im Berner Diemtigtal inmitten von Pferden. Es sind aber nicht etwa Tiere für den Freizeitplausch, sie haben eine ganz spezielle Funktion. Das Pferd hat in militärischen Diensten eine lange Tradition. Mittlerweile wurde die Kavallerie aber überall abgeschafft und die Pferde sind aus den Militärarsenalen verschwunden. Nicht so in der Schweiz, wo sie ein erstaunliches Revival erleben. Berge, Pferde und Soldaten. Eine nostalgische Kombination für hippophile Militärköpfe, möchte man meinen. Aber der Train hat auch in der modernisierten Schweizer Armee seinen Platz behalten. Einerseits als Mittel der Öffentlichkeitsarbeit, andererseits aber auch im militärischen Dienst. An die Oberlast! Bereit! Auf! Im militärischen Einsatz hat das Pferd ein Motorfahrzeug ersetzt, dem es vor 20 Jahren weichen musste. Den Haflinger. Wie das kleine, gleichsam obeinige Transportvehikel hat der Train die Aufgabe, in schwierigem Gelände vor allem die Infanterie zu unterstützen und Geräte, Munition und schwere Waffen zu transportieren. Gegenüber einem Geländefahrzeug hat das Pferd einige Vorteile. Es ist noch geländegängiger, es ist besser zu tarnen und es nimmt mit Heu und Hafer, also einheimischen Betriebsstoff, vorlieb. Für Transportzeiten bis zu 2 Stunden kann man ein gut trainiertes Pferd mit bis zu 150 Kilo beladen, für längere Strecken mit 100. Trainsoldaten sind motivierter als viele ihrer Kameraden in anderen Waffengattungen. Sie haben sich freiwillig für diesen Dienst gemeldet, obwohl wegen der Stallwachen Urlaub und Ausgang bedeutend kürzer ausfallen als üblich. Inzwischen haben noch einige Frauen die Train-Rekrutenschule absolviert. Korporal Tamara Hobi hat schon gar die erste Hierarchiehürde genommen. Der Nominalbestand liegt bei rund 4.500 Pferden. Jedes Jahr erhalten in 2 Train-Rekrutenschulen rund 300 neue Train-Soldaten und 80 Pferde ihre Grundausbildung. Der Train sorgt aber auch für einigen Goodwill gegenüber der Armee und betreibt deren Imagepflege, wenn auch nicht immer mit dem gleichen Enthusiasmus. Heben, heben! Im Rahmen von Ausbildung und Training übernimmt der Train immer wieder Aufgaben vom öffentlichen Interesse. Das kann die Räumung eines vom Windwurf heimgesuchten Waldes sein, der Materialtransport auf eine abgelegene Alp oder, wie hier, der Holztransport in eine Alpenclubhütte. Die Trainpferde, vorwiegend Freiberger, einige Haflinger und Maultiere, werden in Rekrutenschulen ausgebildet und dann an Pferdehändler oder Mitglieder der Traintruppe verkauft. Besitzer solcher Trainpferde erhalten eine jährliche Halteprämie von rund 600 Franken. Zusätzlich wird jeder Diensttag, den ein Trainpferd bei der Truppe leistet, mit 21 Franken entschädigt. So sind die. Komm. So sind die, komm. Für den Gebirgseinsatz besonders geeignet sind Maultiere, die zur Fortpflanzung untaugliche Kreuzung zwischen Freiberger Stute und Eselhengst. Maultiere sind noch geländegängiger und weniger schreckhaft als Pferde, gelten aber als etwas stur. Vom Führer eines Maultiers werden deshalb besonders Geduld und Einfühlungsvermögen verlangt. Im Laufe eines Jahres erbringen die Train-Truppen rund 35.000 Pferde-Arbeitstage. Diese Dienste kann man gratis beanspruchen. In deren Genuss kommen vor allem Gemeinde- und Alpkorporationen,
sowie die Hütten des Schweizer Alpenclubs, wo die Truppe im Gegenzug kostenlose Unterkunft genießt. Der Lohn bleibt zwar aus, dafür kommen Pferd und Mann oft in den Genuss einmaliger Naturerlebnisse. Eines Picknicks in luftiger Höhe beispielsweise oder eines Abstiegs in filmreifer Kulisse. Die Schweiz, Paradies nicht nur für Pferdeliebhaber, sondern auch für Skiläufer, galt als Land mit einer wichtigen Skiindustrie. Diesen Ruf verdankt sie verschiedenen Tüftlern und Erfindern, die Skis, Bindungen und Skischuhe perfektioniert haben. Die Industrie hat ihre Bedeutung längst verloren, aber die Erfinder von damals erfreuen sich noch bester Gesundheit. Der bedeutendste Schweizer Skischuhpionier lebt in einer Ortschaft ganz in der Nähe von hier. Der legendäre Lauberhorn-Rennkurs bei Wengen im Berner Oberland. Insgesamt 11 Siege feierte Karl Molitor, der gebürtige Wengener, auf seiner Hausstrecke. Hier 1948 gewinnt er den Slalom und nach einem dritten Platz in der Abfahrt auch die Kombination. Molitor, damals einer der populärsten Skirennfahrer, ist 28 Jahre alt und auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Im selben Jahr heiratet er seine große Liebe Antoinette Meyer, wie er selbst auch sie eine erfolgreiche Skirennfahrerin. Fast ein halbes Jahrhundert ist seither vergangen und noch immer sind Karl und Antoinette Molitor unzertrennlich. Und auch ihrem Wohnort Wengen, der am Fuße der Jungfrau gelegen, nur per Zahnradbahn zugänglich ist, sind sie treu geblieben. Der Name Molitor war aber auch über 60 Jahre lang ein Synonym für hochwertige Lederskischuhe. Vater Fritz Molitor begann bereits während des Ersten Weltkriegs in Wengen eine Schuhmacherei aufzubauen. Karl Molitor entwickelte die Skischuhe später aufgrund seiner Rennsporterfahrungen weiter. Wohl am bekanntesten wurde ein dreifach geschnürter Schuh von großer Haltbarkeit. Ja, wir haben eine Equipe gehabt, das waren hauptsächlich die Frauen von den Schuhmachern. Die haben auf den Nähmaschinen haben die Schäfte, also das Oberteil vom Schuh, haben sie gemacht. Dann hat man zuerst einen Holzleisten genommen. Auf diesen Holzleisten hat man eine Sohle, eine Ledersohle aufgenagelt. Dann kam der Schaft über den Leisten. Der wurde dann fixiert mit Nägeln. Und dann hat der erste Schuhmacher diese Brandsohle, wie man sagt, die Innensohle, an den Schaft genäht. Und dann musste dann der Schaft mit der Sohle zusammengenäht werden. Und dann kam der Arbeitsgang, dass man den Absatz aufbaute, die Gummisohle aufklebte. Und so wurde dann eigentlich der Schuh gefertigt. Im autofreien Wengen mussten die exklusiven Molitor-Schuhe per Fuhrwerk zur Bahn und mit der Bahn zu Tal gebracht werden. Etwa die Hälfte seiner Produktion verkaufte Molitor nach Amerika. Jean-Claude Killy, 1968 dreifacher Olympiasieger, erinnert sich noch gut an Molitor und sein Schuhwerk. Karl Molitor war für uns natürlich zuallererst ein Schweizer Skirennfahrer, der seine sportlichen Erfolge einige Jahre vor uns feierte. Dann war er aber auch Fabrikant außerordentlich guter Skischuhe, die uns, der französischen Nationalmannschaft, damals gute Dienste leisteten. Wenn sie auch, und das muss ich auch noch heute sagen, einfach zu teuer waren. Und wehtaten. Richtig. Er pflegte zu sagen, wenn sie nicht wehtun, so sind sie nicht gut. Stell dir das mal vor. Rund 20.000 Paar von A bis Z handgemachte Molitor-Schuhe wurden jährlich im kleinen Bergdorf Wengen produziert. Darunter auch Berg- und Wanderschuhe. Thank you.
Immer waren es Lederschuhe allererster Qualität. Und das hatte auch schon damals seinen Preis. Etwa 800 Franken musste 1970 auslegen, wer solche Molitor-Skischuhe sein eigen nennen wollte. Es kam dann einfach die Zeit, wo mehr und mehr Kunststoffschuhe entwickelt wurden. Und das war dann unbedingt der Untergang vom Lederschuh. Beim Lederschuh braucht es einen Schuhmacher, der den fabriziert. Und beim Kunststoffschuh braucht es einen Techniker und einen Chemiker wegen den Materialien und allem. Und einen Designer, das war dann auch noch wichtig. Und dann habe ich anfangs der oder Ende der 60er und anfangs der 70er Jahre gesehen, dass das nicht mehr möglich ist, so weiterzumachen, und musste dann den Betrieb liquidieren eigentlich. St. Moritz 1948, die ersten Olympischen Winterspiele nach dem Krieg. Karl Molitor ist unterwegs zu einer Silbermedaille in der Abfahrt. Seine Füße stecken natürlich in Molitor-Skischuhen. Karl Molitor auf Molitor hat zwar nicht Gold gewonnen, seine Skischuhe allerdings fanden, goldrichtig, mehrfach den Eingang zum sportlichen Olymp, wenn es auch etliche Jahre her ist. Bravo, Molitor. Vom Skischuh zum Beinbruch ist es manchmal nicht weit. Wen dieses Schicksal ereilt, ist auf Hilfe angewiesen. Zum Rettungswesen in den Bergen. Hightech-Geräte sind heute in der Bergrettung unerlässlich, zum Beispiel für Bruno Jelk. Er ist Rettungschef von Zermatt, lebt von Berufswegen gefährlich und muss aufgrund seiner vielfältigen beruflichen Tätigkeit rund um die Uhr erreichbar sein. Bergrettung und Telekommunikation am Matterhorn. Morgen auf der Testa Grigia. Eine Patrouille der Schweizer Grenzwacht ist in der Skiregion zwischen Italien und der Schweiz auf Kontrollgang unterwegs. Postenchef Bruno Jelk muss sich unterdessen mit der Administration befassen. Selbstverständlich unter Anwendung der heute üblichen elektronischen Verarbeitungs- und Kommunikationsmittel. Im altehrwürdigen Chaletbüro, von dem die Grenzwacht nächstens ins neugebaute Zollhaus umzieht, haben neben den herkömmlichen Geräten längst auch Computer und Telefax Einzug gehalten. Für den Austausch von unverfänglichen Informationen zwischen dem Büro und der Patrouille reicht allerdings das traditionelle Funkgerät. Ja, verstanden. Hat es viele Leute oben? Ja, es sind recht viele Leute. Beide Seiten antworten. Halt! Da geht ein Schweizer an. Halt! Heikel wird es, wenn Daten benötigt werden, die den Persönlichkeitsschutz tangieren könnten. Zur Überprüfung der Angaben bei einer Personenkontrolle beispielsweise benutzen die Grenzwächter ein abhörsicheres Funktelefon. Damit haben sie über den Grenzposten Gondo auf der Südseite des Simplon Zugriff auf den zentralen Polizeicomputer RIPOL. Standort Muster Hans. Das ist negativ. Alarmmeldungen über Bergunfälle müssen Bruno Jelk jederzeit und an jedem Ort erreichen können. Deshalb trägt er stets ein abhörsicheres NATEL-D bei sich, was bei heiklen persönlichen Fragen ratsam ist. Während eines Suchflugs im offenen Helikopter ist es absolut nötig, dass sich Bruno Jelk und die Helikoptercrew über das interne Kommunikationsnetz Intercom präzis verständigen können. Das System ist so geschaltet, dass der Pilot ins Funknetz integriert ist, unabhängig davon aber auch mit der Einsatzbasis Kontakt aufnehmen kann. Bei der eigentlichen Rettungsaktion kommt eine Eigenkonstruktion zum Einsatz, die Bruno Jelk zusammen mit der Air Zermatt entwickelt hat. Ein Funkhelm mit eingebauten Kopfhörern und aufgesetzter Funktaste. Dieser Helm schützt nicht nur vor Steinschlag, sondern ermöglicht es auch, beide Hände für die Rettung freizuhalten und dennoch die Verbindung zur Helikoptermannschaft aufrecht zu erhalten. Am Ort des Unglücks kann Bruno Jelk schnell entscheiden, ob die Bergung sofort geschehen kann oder ob weitere Hilfe angefordert werden muss. Wir sind immer gesichert am Felsen. Ich tue die Beeinheichung über den
Einer eingespielten Rettungsmannschaft verdanken viele Berggänger ihr Leben. Und Bruno Jelk und seine Kollegen können dank der immer wieder verfeinerten Technik das Risiko minimieren. Nur so ist es zu erklären, dass bei rund 120 Rettungseinsätzen im Jahr allein in Zermatt während der Rettungsaktionen kaum Unfälle passieren. Bruno Jelk ist aber auch Instruktor. Bei einer Lawinenhundeübung der Grenzwächter erklärt er die Handhabung eines Lawinensuchgeräts, auch das ein Telekommunikationsapparat. Inzwischen ist die Frequenz dieser Geräte weltweit genormt worden, sodass auch alle neueren Fabrikate mit dem ehrwürdigen Barivox-Gerät kompatibel sind. Zudem kommen laufend weitere Peilsysteme für Verschüttete auf den Markt, die Bruno Jelk im Auftrag des SAC testet und bewertet. Weil längst nicht alle Verschütteten solche Geräte bei sich tragen, sind Lawinenhunde oft die beste Rettungschance. Im Schnee vergrabene Testpersonen müssen aber zwingend mit einem Funkgerät ausgestattet sein, damit ihr Zustand und ihre Befindlichkeit jederzeit von außen überprüft werden können. Wenn ich gut tue, dann Schneestangen ausstecken. Antworten. Ich habe das verstanden, das ist das gut. Nur die Hunde selbst haben noch keinen direkten Zugang zur Telekommunikation, sondern verlassen sich weiterhin auf ihre Nase, meist mit Erfolg. Wenn Bruno Jelk dann am Abend noch etwas an seinem neu gebauten Chalet bastelt, das er endlich beziehen möchte, erreicht ihn garantiert wieder ein dringender Anruf. Jelk? Ja, Heimat, stutz nochmal. Wo bleibst du? Ich habe vor der Stunde noch gekriegt und du bist immer noch nicht da. Ja, ich komme gerade. Jetzt komm endlich heim zu. Kein Problem. Ja, Heimat, stutz nochmal. Ist gut, bis später, gell? Wir planen dir hier schon lange. Gut. Ciao, Ciao. Um Hightech geht es auch in unserem nächsten Beitrag, allerdings um eine verspielte Variante. In den 50er und 60er Jahren erlag Amerika der Faszination der Science-Fiction-Spielzeuge. Die Europäer reagierten doch eher zurückhaltend auf diese Hightech-Neuerung. Heute sind diese Wunder längst vergangener Tage zu begehrten Objekten für Sammler auf der ganzen Welt geworden. Für den in Zürich lebenden Sergio Tappa sind es kleine elektrische Träume. Das ist für mich der Faszination, glaube ich, dass eigentlich dieses Spielzeug eine eigene Selbst haben. Also sie sind unabhängig auch, sie haben ein eigenes Leben. Die meisten Roboter aus der Sammlung des in Zürich lebenden Künstlers Sergio Tappa stammen aus Japan. Von dort aus eroberten zwischen 1955 und 1972 gegen 5000 verschiedene Modelle die ganze Welt, insbesondere Amerika. Nach der ersten Mondlandung ließ das Interesse an Science-Fiction-Spielzeug nach. Und mit dem 1971 in den USA in Kraft gesetzten Verkaufsverbot von Blechspielzeug mussten die kleinen Kunstwerke endgültig den Billigstprodukten aus Plastik weichen. Also für mich ist es so, dass diese Spielzeug, sie sind wie die Vergangenheit, die die Zukunft träumt. Sie haben diese irgendwo faszinierende Element. Und eben, sie sind doch wie Fragment vom Zeit auch. Es ist so, dass manchmal dieses Spielzeug lasse mich wieder träumen, so ein bisschen wie früher. Also ich erinnere mich über diese Faszination in der Dunkel, diese kleinen Golem-Zähne, dass sie laufen und diese Lichter, diese Bewegung. Es ist so, dass ich wahrscheinlich mit meinem Beruf, ich brauche immer irgendwo in Kontakt auch mit der Unbekannten. Und das Spielelement in der Kunst, es ist doch auch wichtig in einer Form. In der früheren Arbeit gibt es wirklich so wie Figuren mit Rädeli und so illusorische Bewegungen.
Das beinahe grenzenlose Vertrauen in die Technik, verbunden mit der euphorischen Aufbruchsstimmung Mitte der 50er Jahre, verlieh den Robotern Gesichter, die Maschine als liebenswürdiger Freund des Menschen. Also nicht mehr diese Frankenstein-Komplex, dass der Maschine plötzlich gegen, oder der Golem gegen den Mensch selber geht, sondern die Maschine, der Robot, das zusammen kooperiert mit dem Menschen. Die Roboter von 50er Jahren haben sie eigentlich selten Waffen gehabt und waren sie nicht aggressiv. Waren sie echte Freunde, haben sie fast, waren sie ein bisschen wie ein mechanisierter Bärli oder so. Mit der Zeit ist dieses aggressive Element gekommen. Diese Roboter haben sie etwas wie Totem. Haben sie etwas, also nicht mit dem Spielzeug zu tun, nicht wahrscheinlich mit der Zeit auch zu tun. Und manchmal, ich habe ein Gefühl, sie haben wie eine kleine Midos, eine kleine Archetyp. Dieser Robot-Spielzeug, es ist doch dieser Kontrast zwischen die Realität heute, was effektiv gibt, mit dieser poetischen Vorstellung von Zukunft. Das lasst uns wieder ein bisschen träumen, lasst uns wieder ein bisschen wie Kinder fühlen. Das glaube ich, es ist wichtig. Ein musikalisches Intermezzo ist unsere nächste Spezialität, made in Switzerland. Die Orgel ist ein Schweizer Urinstrument, allerdings in Miniformat. Wie das Schweizer Orgeli tönt, hören Sie vom Duo Ludi Hürlimann, Toni Nussbaum an einer Stubbete in der Innerschweiz. Thank you.
Vom Schweizer Örgeli und seinen volkstümlichen Klängen zum Verstummen eines Schriftstellers. Robert Walser, der Autor von so berühmten Büchern wie Jakob von Gunten oder Der Gehülfe, ließ sich wegen schizophrener Persönlichkeitsveränderung hospitalisieren. Die letzten 28 Jahre seines Lebens verbrachte er in der psychiatrischen Klinik, ohne je wieder ein Wort zu schreiben. Es war doch wenigstens irgendetwas los. Gewiss könnte ich's auch in anderer Form sagen. Ich blicke hier. Ich blicke übrigens hier lediglich auf das Stück Papier. Gedichtet wird hier ganz langsam. Es ist Robert Walsers ganz normale Schrift, nur extrem verkleinert. Erhalten haben sich insgesamt 526 Blätter, die angeblich in einem Schuhkarton aufbewahrt gewesen sind. Es beginnt mit Blättern oktavformatig, also etwa A5, das ist noch relativ groß, Kunstdruckpapier, worauf Walser die verschiedensten Textgattungen kombiniert. Prosastück, zwei Gedichte, wieder Prosastück. Dieses Gedicht hier unten rechts ist natürlich nur so groß und so lang, weil da noch so viel Platz ist auf dem Papier. Das ist etwas Typisches für Walser, dass er so mit den Gegebenheiten der Papiere auch in formeller Hinsicht spielt. Hier ist auch noch ein relativ großformatiges Blatt. Die Schrift auch noch relativ groß. Es ist ein Blatt aus dem Jahr 1925, dessen spezielle Eigenheit ist, dass hinten drauf sich merkwürdige Spuren finden. Ich habe den Eindruck, es handelt sich so um kleine Lippenstiftküsse, was zu mancherlei Spekulationen Anlass geben kann. Es gibt aber auch ganz kleine Papiere, wie dieses hier beispielsweise. Ein kleiner Ausriss von irgendeinem marginalen Papier, was Walser dazu gedient hat, ein kleines Gedicht darauf zu notieren. Es gibt aber auch Papiere, die einen belasteten Hintergrund haben. Hier haben wir beispielsweise ein Absageformular des Berliner Tageblattes vom 3. Februar 1926. Zu unserem Bedauern sind wir nicht in der Lage, das uns freundlichst zugesandte Manuskript zu verwenden. Die Arbeit folgt anliegend mit Dank zurück. Robert Walser dreht diesen deprimierenden Bescheid um und notiert zugleich eine größere Anzahl neuer Prosastücke und Gedichte auf dieses Blatt. Das ist eines dieser ungeheuren Schriftkunstwerke, die Walser in diesen Mikrogrammen produziert hat. Hier sehen wir die typischen Tintenmarkierungen, die er angebracht hat, wenn er den Text abgeschrieben hat, eine Reinschrift angefertigt hat, woran man erkennen kann, dass diese Texte keineswegs nur für sich selbst geschrieben waren, sondern alle eigentlich zur Publikation gedacht waren. Hier haben wir Robert Walsers Lohnausweis. Er hat ihn allerdings nicht zur Steuererklärung verwendet, sondern um darauf seine Texte zu notieren. Auch das sind etwa 20 Seiten im Druck. Sozusagen das Endstadium erreicht diese Entwicklung in einer Karte des Redakteurs der Neuen Zürcher Zeitung, Eduard Korodi. Lieber Herr Walser, es ist nett von Ihnen,
dass Sie wieder einmal an unsere Firma denken. Ich bringe die sehr schöne Seeskizze und zwei Lebenswege gerne im Verlauf der nächsten zwei Wochen. Heil- und Pflegeanstalt Herisau, Appenzell-Ausserrhoden. Robert Walsers letzte Lebensstation. Problematische Diagnose wegen Stimmenhörens, Schizophrenie. Auf Drängen seiner Schwester und auf Zureden der Ärzte gibt Robert Walser den Widerstand gegen die Einlieferung auf und fügt sich dem Alltag in der Psychiatrie. Nach fast 28 Klinikjahren stirbt Robert Walser auf einem Spaziergang an Herzversagen am Weihnachtstag des Jahres 1956. Mit Robert Walsers Mikrogrammen sind wir am Ende unserer Sammlung mit Geschichten aus der Schweiz angelangt. Meine Damen und Herren, ich möchte mich verabschieden. Auf Wiedersehen bei Format NZZ in einer Woche.